Wo hast du das Auf ein Neue? neues. Auf Lore. Neues! Du an was in Folge von Let's Play Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir eine Höhle gemacht. Ja, und auch noch ein Shiny, wo wir ein bisschen verkackt haben, aber auch Fotografiere den nicht. mal. Ich glaube, der Gelbe ist neu. Kann nicht sein. Und dann, was der dabei hat, wahrscheinlich dann auch gleich. Ja, wir haben uns ein bisschen. Ich will ja nicht sagen, dass das Jens Schuld ist, aber ich habe zu spät eingegriffen, sagen wir es mal so. Und ansonsten hat man viel Spaß unten im Treibsand. Sollte man nicht nachmachen. So, jetzt schauen wir, ob Tada. das Wasser droppt, nur irgendwas Neues. Ja. Elektrohorn. Wer kennt's nicht? Elektro-Exalfas-Horn mit großen Mengen an Elektrizität geladen, die durch bestimmte Reize freigesetzt werden können. Koche das Horn mit Klang. Was? Die durch? Ach, die Elektrizität. Oh, das wusste ich nicht, auf was das bezogen war. Nimm das Fleisch mit. Warum hast du das nicht gesagt? Das wäre so gut gewesen. Sind das neue Vögel oder sind das immer noch diese roten? Ah, für sich, okay. Und was hat ihr? Weg. Ich glaube, ich kann mich nicht auf Jan verlassen, was die Tierwelt angeht. Da muss ich immer gucken und sagen, hey, da ist was. Oh nein. Hä? Kennen wir den einen schon? Der eine sieht so anders aus. Also nicht der Weiße, sondern der daneben. Oder war der noch schwächer? Was ist der ganz rechts? Nee, Schwarz. der war auch schwarz, okay. Kannst gleich auch nochmal, wenn die beiden nah beieinander sind, mit so einem Donnerfell draufknallen von ihr. Jetzt kommen sie aber nicht mehr her. Das ist doch ein Riesenradius, wo der einschlägt, wenn du den erstmal Ja, aber aktivierst. ich muss den erstmal, die muss erstmal herkommen. So. Stimmt. Der Bo ist kaputt. Und Randa. War jetzt gar nicht mal so stark. Hä, der ist voll weggeflogen. Ja, aber. Ja, du hast auch zu viel Ansprüche. Jan beschwert sich auch bei Volltreffern, dass sie zu wenig Schaden machen. Und nicht, dass er sich freut, ja, das ist ein Volltreffer, oh Gott. Wo willst du hin? Der wird dich one-hitten, also pass auf. Macht er gar nicht. Na, wenn er dich treffen würde, dann. Tada. Sehr gut. Hä? Fotomann. Oder haben wir den einfach bis jetzt nur liegen lassen? Nee. Ich glaube, wir hätten die stärkere Variante davon gefunden. Das war's. Willst du den wirklich mitnehmen? Ja. Was hast du vor? Eisbumerang? Ja. Ja, da musst du die auch ausrüsten, die Waffe. Ja, ich weiß, ich muss gerade niesen, deswegen. Gesundheit. Danke, danke. Oha. Oha! Dafür könnte er ganz gut sein. Ja, das verstehe. Weil du den gerade dabei hast, ist die Hitze nicht so schlimm. Hat Weil man hast du doch den schon gerade mal. weggeworfen. Als du den gerade. Ja, aber du hattest doch vorher eine andere Waffe und da war auch keine Hitze das Problem. Ich Was meine, das ist hatten wir das? doch in Breath of the Wild auch immer gemacht. Ja, ich Weil die erinnere Waffe mich. geändert hatten halt einfach. Da ist eine Robbe. Egal, wird nichts bringen, wir wollen ja eh darüber. Coyotes. Ja, besiegt ihr, da gibt's Fleisch. Nee, ich lasse es. Na, wenn du das machst, dann gibt's Eisfleisch. Ja. Ich habe gehört, dass Eisfleisch aber eines der besten Sachen zum Verkaufen ist. Also Okay. zum Farmen halt von Geld. Ja, wir haben keine Geldprobleme. Oha. Drückst du mal A, wenn er zurückkommt? Ja, ich spamme. Sehr gut.
Ach so, ich wollte schon sagen, wo denn? Als ob es hier schon wieder so viele gibt. Entdeckt. Höhle in Südgerudo. Oha. Bin stolz auf dich, musst du nicht sagen. Mann! Jetzt nicht mehr. Oh Mann. Was liegt da denn? Ach, ein Trüffel. Cool. Hast du schon mal jemals irgendwas mit Trüffel gegessen? Trüffel, Mayo, Trüffel? Ja, irgendwas? Mag ich nicht. Warte mal, wir hatten noch irgendwas, was richtig krass stark ist. Was war denn das? Wo stand das dabei, dass das richtig harte Materialien kaputt machen kann? Doch, das war doch dieses... War das die Schuppe oder dieser Stein, der da zählt zu? Guck nochmal nach. Ja, gut. Ich dachte, wir... Aber das hat mir erst letztens bekommen. Ja, dann mal, wir müssen doch irgendwo da Schrein sein. Schrein? Nicht. Oh, guck mal, da oben kannst du das kaputt machen, da oben? Mit einem Bombenfall? Es sieht brüchig aus. Nee, na gut, dann macht die Wand kaputt. Dann halt nicht, wenn er nicht will. Hä? Finde ich fies. Ja, aber es muss hier noch mehrere Wege geben, weil der Froschi ist ja auch nicht hier. Oh. Pop off! Gott, meine Augen. Oh nein, nicht ihr. Warum macht er nichts? Warum greift er nicht an? Ich meine nicht ihn, ich meine Tulin. Du hast es hinaufbeschworen. So war das nicht gemeint. Das war ihm egal. Ja, und du hast nicht geschützt dich. Vor allem, der hat nicht mal eine gute Waffe, der hat einfach so einen Stock. Ja, nimm doch das mit Angriff plus, ist doch gut. Warum hast du nicht was mit Angriff plus genommen? Warum? Komm her, du Vogel. Das ist ein Affe. Los jetzt. Hat das nicht so gut geklappt. Das hast du erwartet. Das war ein Winkel, der eigentlich gar nicht möglich war. Ja, mach das Ding und jetzt holt er die Waffe wieder. Oh Gott. Ich wollte schon sagen. Also ich hätte wirklich... Also... Da liegt die Waffe. Haben wir den fotografiert, den Fisch? Ja. Wurde noch nicht anvisiert, aber haben wir. Na klar, wo haben wir das? Aber es war tatsächlich schon beides passiert. Schon so, dass wir dachten, den haben wir schon. Und schon, was wir dachten, wir hätten es nicht. Und dann hatten wir es noch nicht. Nee. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wollte schon sagen. Noch nicht da hoch. Noch nicht da hoch. Ja, wo oder dann? Ist es... Da ist nichts hier. Also ich dachte, vielleicht ist hier noch irgendein Fisch im Fluss. Fluss vor allem. Wenn es so weitergeht, kommen wir gleich an Gelb an. Oh nein. Oh. War das die Maxi-Ex? Maxi-Ex. Wahrscheinlich, ja. Ein roter, Foto. Ich glaube, den roten hat man noch nicht fotografiert. Doch. Ein silberner. Ja, also. Aber warte mal, wenn du die einfrisst, können die sterben. Sehr gut. Pass. Da ist noch einer.
Beste Taktik. Vor allem, dass die nicht schwimmen können. Alle am Ersaufen. Nein, ich wollte doch Tulin einsetzen. Voll abgebremst. Na, da muss ich jetzt zurückschwimmen, das geht jetzt nicht. Ja, ich wollte ja hier in der Luft. Gut, hat das auch nichts gebracht. In der Luft. Ja, schön alles einsammeln, bis auf die Waffen. Ja, den roten weiß ich nicht, ob wir das hatten, wir das schon, das Horn? Doch, doch. Also Fotografie zu meinst du? Weil eingesammelt auf jeden Fall. Warum ist hier so viel kaputt machbares Zeug? Dahinter ist Als der da weitergeht. Jo. Was haben wir denn hier Feines? Weitwurf. Ja, macht da irgendwas, macht das Ding da weg, ja. Ich mag die zwei Hände eh nicht. Also Jan, so klein bist du nun auch nicht. Warum den einfrieren? Ja, da kommt der Kleine. Irgendwann. Irgendwann, du Arsch. Ach ja. Gut, dann war es das auch hierfür. Schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Erstmal wieder nach oben. Hallo. Jetzt ist bestimmt kalt, oder? Welcome im Nix. Was geht? Da oben könnte was sein, da oben drauf. Ja, ich schaue gerade nur da hinten. War denn bei ja, diesem Schädelding? Nee, ne? Würde ich jetzt auch nicht unbedingt hingehen wollen, das ist voll der Gegenweg. Ja, jetzt nicht direkt, aber ich meine einfach nur. Ja, mein Gott, das ist halt ein Gegnerlager. Ja, aber das ist ein großes, da ist vielleicht eine Kiste drin. Eine Kiste. Ich meine, von mir aus kannst du dich auch zu dem Schrein teleportieren und dann dahin gehen oder so. Kommt drauf an. Ne, wir gehen erst so. Orange, gelb, was auch immer. Gelb. Oh nein. Achso, ich dachte, du stirbst da. Diesen Weg in der Mitte gehen, glaube ich. Das ist doch kein Treibsand da. Willst du es versuchen? Lauf mal kurz drüber. Auf jeden Fall sollte man dann nicht lang laufen. Gut. Boah, ist das anstrengend. Wir hätten eine Robbe holen sollen. War der jetzt ein Stern? Ich sehe es nicht. Ich glaube nicht, ne. Ich glaube, darauf gehen wir jetzt sogar hin. Ne, gelb ist dahinter, oder? Ja. Also, je nachdem, von wo man schaut. Ich würde gerne mit dem Schild lang schlittern, aber ich weiß ja nicht. Ja, das machen wir nicht. Da vorne ist der Dungeon. Was ist denn das da in der Mitte? Also entscheiden, wo wir lang gehen. Ja, natürlich rechts, hä? Warum gehst du jetzt links? Ich wollte mal gucken, wie du reagierst. Überraschung. Nein! Das war so klar. You had one job. Oha, was ist hier los? Oh nein, erinnerst du dich? Achso, ich dachte, das wäre so ein Robbenbett drin. Sabasaba! Oh, ich habe von dir gehört, du bist der Wahrheit, der zusammen mit den Kriegerinnen aus der Stadt gekämpft hat, nicht wahr? Ja, das ist das Übungsareal für die Gerudo-Kriegerin. Sie durchlaufen ein hartes Training, bei dem in der Wüste aus der Willenskraft und Verstand herausgefordert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist der Startpunkt für das Wissenrennen. Meine Pflicht ist, das Rennen zur Aufsichtigung und Hilfestellung zu geben. Ursprünglich war es nur Gerudo-Kriegerin gestattet, an diesem gefährlichen Training teilzunehmen. Aber da du an unserer Seite gekämpft hast, machen wir für dich eine Ausnahme.
Als Trainingsgebühr nehmen wir 10 Rubine pro Versuch. Willst du das Wüstenrennen wagen? Na klar! Ah, sehr schön. Ab jetzt bist du also bei mir in der Kriegerausbildung. Mach dich bereit, ich werde dich nämlich ganz schön schlauchen. Fass los, gibt gleich die Regel. Beim Wüstenrennen musst du 7 Tore in der Wüste passieren und das Ziel erreichen. Nur mit eigener Kraft durch die Wüste zu rennen ist extrem anstrengend. Setze alles ein, was dir irgendwie hilft. Weißt, gib nicht mal rum. Wenn du aber zu weit von der Strecke abkommst oder ins Ziel einläufst, ohne alle Tore passiert zu haben, scheiterst du. Ich lege auch ein Zeitlevel von 3 Minuten 30 fest. Schließlich soll ja niemand beim Training auf der Strecke bleiben. Wer das Rennen in der kürzesten Zeit bewältigt, bekommt als Beweis einen traditionellen Gerudestoff von mir. So, warte einen Moment, während ich die Tore vorbereite. Oh Mann, müssen wir dafür am besten auch ein Fahrzeug machen? Weiß ich nicht. Also dieses Sand-Turbo-Ding, ja, von mir aus. Was wir vorhin hatten mit dem Schlitten. Das Tor in der Nähe ist das Stadttor. Wenn du das passiert hast, musst du als nächstes die Tore in der Wüste der Reihe nach passieren. Man sieht hier eigentlich ganz gut. Das Tor auf dem felsigen Hügel ist aus der Nähe schlecht zu sehen. Ja, da musst du dann hochklettern. Allgemein, ich weiß nicht, ob wir mit dem Wüstending da durchfahren können. Stimmt. Von hier aus kannst du das Ziel nicht sehen, aber wenn du den Toren der Reihe nach folgst, findest du es danach. Ich dachte, wir landen hier wieder. Also fangen wir an. Die Zeit läuft, sobald du das Starttor passiert hast. Bereite dich in Ruhe vor und leg dann los, sobald du bereit bist. Kann man es überhaupt bauen? Nee. Kannst eine Rakete hinten dran machen und das dann so versuchen. Aber dann werden wir halt schnell aufhören müssen. Können Räder dran machen. Es ist Sand, Jan, ich weiß ja nicht. Also von mir aus kannst du es versuchen, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warum haben wir denn hier nur das? Nee, das wär's ja dann. Ah, was geht denn bei dir ab? Warum? Dein Bau. Ja, das ist halt normal. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das was wird. Vor allem, das sind die Kleinen. Ja. Müssen dran glauben. Die Räder müssen dran glauben, weil sie dann eh gleich verschwinden. Wir müssen dran glauben. So, wir müssen dran glauben. Aber ich will nicht sterben. Ach, Mann. Das war lustig. Da gibt es keine Diskussion. Was machst du so? Ich Alles das gut? auch hasse, ne? Ja, als ob das irgendeinen Unterschied macht gleich. Wenn es nicht fährt, fährt es nicht. Dann ist es auch egal, ob das jetzt ein Zentimeter davor oder dahinter ist. Das eine Rad hier wird auch abfallen. Ja, aber das kannst du nicht. Geht nicht anders. Kannst du die noch weiter vorsetzen, die Ich beiden? gucke erst mal, ob wir damit überhaupt lenken können mit diesem Ding. Ja. Ich sag, was anderes können wir nicht machen. Ja, dann los. So. Ja, aber die Räder werden in dem Treppchen auf jeden Fall abkacken. Ja, ist doch Wurst jetzt. Angriff. Sehr gut. Bin ich mir unsicher, ob wir zu Fuß nicht schneller wären. Ja, so eine Rakete wäre schon schnieke. Ja, es ist halt zu unkontrolliert. Du fährst nach vorne damit. Was willst du mehr? Vollgas voraus. Oh, Sandrobben. Ja, los, hol dir eine Sandrobbe.
Kannst ja auch anschleichen. Ja, aber die macht ja so viel mehr Speed, natürlich. Oh Gott. Los, Sandrovi. Was hat sie gesagt? 6 Tore? Hm. Jetzt immer geradeaus. Da oben ist jetzt halt nur fies mit der Robbe, ne? Ja, mein Gott, da musst du abspringen. Durchgängig springen. Guck, ob du schon eine Robbe siehst irgendwo. Wo ist denn? Achso, Tulin dürfen wir nicht benutzen. Dürfen. 3 Minuten 30 müssen wir toppen, das kriegen wir doch wohl hin, oder? Ja. Ja, die lauft da hoch, oder? Ich glaube, da hochlaufen wäre sinnvoller. Komm, das ist machbar. Wie, es geht noch weiter? Hä? Das hast du doch gesehen, dass da noch eins ist. Ich hab doch gefragt, ob es 6 sind. Ich war mir da auch nicht sicher. Da vorne ist das Ziel. Ja. Geschwindigkeit. Warum haben wir eigentlich nichts Geschwindigkeits gegessen? Ja, weil wir auf dem Auto waren. Da ist es ja egal. Jetzt ist... Das wird eng. Kannst du was mit Ausdauer essen, dass du die gleich zweimal ausmachen kannst? Na, brauchen wir nicht. Leider nicht unter 3 Minuten. Angriff. Gar nicht so übel. Komm wieder zurück, ich werde das Ergebnis bekannt geben. Deine Zeit war 3, 8, 6. Na, geht doch. Das Wüstenrennen ist ein harter Kampf zwischen der gnadenlosen Umgebung und den eigenen Grenzen. Selbst unter uns starken Gerudo-Kriegerinnen gibt es nur wenige, die es bis zum Ziel schaffen. Alter, wir haben es geschafft. Es war ein toller Lauf. Hier ist das, es wird dich abkühlen. Was soll das jetzt heißen? Nächstes sollst du versuchen, die Bestzeit der Gerudo-Kriegerin zu knacken, 2:30. Ja gut, da brauchen wir ein besseres Fahrzeug. Wenn du willst, kannst du es aber versuchen. Ja, klar. Ja, womit? Du kannst auch laufen. Das schaffen wir nicht. Dein Fahrzeug war langsamer, als du gerannt bist. Du hattest eben den Bonus vom Rennen, das... Wenigstens mal kurz versuchen, nochmal irgendwie was Besseres zu kochen. Oh, warte mal. Warte mal. Ich habe das leichte Gefühl. Hier ist einfach alles vorbereitet. Ich habe tatsächlich nur diesen Gleiter gesehen vorhin. Ja, wir brauchen doch nicht mehr als das und den Venti, oder? Ich weiß halt nicht, was besser ist. Venti oder die Räder? Nee, nicht die Räder. Das war so langsam vorhin. Das sind auch große Räder. Ja, trotzdem. Vor allem, das sind nur 2, also nein. Brumm, brumm. Ich glaube, den hast du einfach falsch platziert, kann das sein? Du kannst jetzt ja eh da langfahren, ist doch egal. Probier es ja, aus. Das Springen ist halt wieder kacke, ne?
Müssen wir hochgehen, zurück und dann weiterfahren. Weil der versucht erstmal, ob du ordentlich fahren kannst, bevor du sie ansprichst. Ja, also gut. Dann zurück. Ja, nachdem wir da über das Ding geklettert sind, gibt es das halt nicht nochmal. Ich würde tatsächlich zurücklaufen und das wiederholen dann. Ich glaube, dann sind wir schneller. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, ich glaube das schon. Wenn du es richtig platzierst vielleicht. Du kannst ja theoretisch schon mal drum rumfahren und dann hochklettern und dann erst durchlaufen. Oder so. Darf das Ding halt nur nicht zu weit weiterfliegen. Also rutschen, was auch immer. Jetzt sag go. Gott, die Melonen. Und ich hoffe, dass das in dem Treibsand gleich nicht stirbt. Nee. Oh, sehr gut. Das war knapp. Ich würde das sagen, du fährst auf die andere Seite schon mal. Oder wenigstens seitlich davon. Schnell. Oh, oh. Das treibt jetzt ab, da musst du gleich gucken, wo es hin ist. Und rum. Direkt rechts, rechts, rechts. Shit, ey. Was ist denn so alles im Rahmen? Ja, trotzdem. Eine Minute. Oh nein, die Wärme. Weißt du was, die hat uns hier doch die... Bringt gar nichts. Sauerei. Nur gekocht. Weil sein Tier hat uns da gerade die Melone gegeben. Ja, das ist gut machbar. Wird halt immer wärmer, egal. Angriff. Ah, immer noch gar nicht so übel. Was wir gleich bekommen hätten, wenn wir es beim ersten Mal geschafft hätten? Deine Zeit war 2,96. Hast du eben nicht auch irgendwas mit 6? 2,96? Einfach so Kommandantin Teklas Rekord zu brechen. Kein Wunder, dass die Königin ein kurzes Stück auf dich hält. Hier ist der versprochene Beweis dafür, dass du am schnellsten warst. Gerudo-Stoff, robuster Stoff im Gerudo-Stil. Es scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Ab heute bist du ein fertig ausgebildeter Krieger. Komm wieder, wenn du deine Leistung noch überbieten willst. Du bist jetzt herzlich willkommen. Danke, aber nein, danke. Gut, da würde ich aber sagen, hören wir jetzt auf. Aber guten Part. Und in der nächsten Folge geht sie direkt weiter in dem Schrein. Und in der tollen Wüste. Also nicht erfassen, like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.